Die neue Sicherheitsstrategie, die die Union erarbeitet hat. Wir sehen darin tatsächlich eine diametral andere Architektur, die der Union vorschwebt, die die Grundfesten von unserem Rechtsstaat und unserer Demokratie erschüttert und die nun wirklich eine intensive und heftige Kontroverse braucht. Diese Sicherheitsstrategie würde aus unserer Bundesrepublik Deutschland eine andere Republik machen. Erstens, unsere Hauptkritikpunkte. Erstens wird in dieser Strategie de facto der Kriegszustand festgestellt. Wir leben nicht mehr in Friedenszeiten, sondern es wird de facto davon ausgegangen, dass wir im Kriegszustand sind. Es wird die innere und äußere Sicherheit aufgehoben und von einem permanenten Ausnahmezustand ausgegangen, der dann offensichtlich jedes Mittel rechtfertigt. Zweitens, in wirklich dramatischer Art und Weise kommt es in dieser Strategie zu einer Entgrenzung des Militärischen. Dass die Union den Einsatz der Bundeswehr im Inneren fordert, ist ein alter Plan von Schäuble, den er seit vielen, vielen, vielen Jahren versucht durchzudrücken, ist also nichts Neues. Dass aber der Parlamentsvorbehalt in Frage gestellt wird, ist etwas Neues. Dagegen muss es tatsächlich einen scharfen Widerspruch geben. Und dass in diesem Konzept jetzt auch wieder aufgegriffen wird, das, was Jung im Weißbuch schon vorgeschlagen hat, dass für die Bundeswehr ganz neue Einsatzbereiche vorgeschlagen werden, wie Bereiche zur Rohstoffsicherung. Das ist für uns eine völlig falsche Politik. Wir brauchen eine nachhaltige Energiepolitik, die wegkommt vom Öl, die hin zu Erneuerbaren geht, anstatt sich militärisch auf Ressourcenkriege einzustellen. Was wirklich bemerkenswert ist, wenn Sie diese Sicherheitsstrategie durchlesen, dass das Ziel der Friedensschaffung, Friedenssicherung und Friedensschaffung kein Ziel der Union mehr ist. Es kommt de facto nicht vor. Frieden spielt keine Rolle. Die Aufgabe für Frieden in der Welt einzutreten kommt nicht vor. Deswegen sind die Abrüstungsbekundungen nur lyrisch, nichts anderes. Denn wenn man Abrüstung will, kann man nicht den Plan eines Raketenabwehrschildes unterstützen. Was mit diesem Papier passiert, etwas, was Europa spaltet, was aus Europa eine Art Spielfeld von amerikanisch-russischen Interessen machen würde, was nicht mehr Sicherheit, sondern eine größere Aufrüstungsspirale nach sich ziehen würde. Die Union beharrt auf der Nukleardoktrin. Sie will eigene Rüstungskapazitäten. Damit nimmt sie teil am weltweiten Rüstungswettlauf, an einer Aufrüstungsspirale, anstatt zu sagen, wir wollen vorangehen in Europa, in der Bundesrepublik Deutschland, beispielsweise mit der Forderung nach einem atomwaffenfreien Deutschland, einem atomwaffenfreien Europa. Dieses Papier atmet sehr stark eine Bush-Doktrin, die gescheitert ist, mit Heimatschutz, mit einer eindeutigen Priorität auf die NATO. Es kommt nicht vor, dass es darum gehen muss, in einer globalen Welt die Vereinten Nationen zu stärken. Es ist NATO-lastig und damit gibt die Union auch diese wichtige Aufgabe preis, zu sagen, in der globalen Welt brauchen wir in vielen Bereichen, auch im Umweltbereich, eine viel stärkere Kapazität und Kompetenz der Vereinten Nationen. Wir haben überhaupt nichts gegen eine verbesserte Koordination. Das ist ein richtiges Anliegen, dass es immer wieder Koordinierungsprobleme im Rahmen bundesdeutscher Politik gegeben hat. Stimmt, aber dafür brauchen wir nicht einen nationalen Sicherheitsrat. Es gibt schon heute einen Bundessicherheitsrat, der clandestin, nicht kontrollierbar Entscheidungen fällt. Wir brauchen parlamentarische, effiziente Kontrolle. Wir brauchen demokratische, effiziente Kontrolle. Das alles ist durch einen nationalen Sicherheitsrat überhaupt nicht gewährleistet. Ich befürchte, dass dahinter auch ein Konzept von Entdemokratisierung und Entparlamentarisierung steht. Dass die Union am alten Dogma der Wehrpflicht festhält, ist vielleicht nur noch eine Randerscheinung. Aber noch einmal, die bisherige Kritik an diesem Sicherheitskonzept führt aus unserer Sicht bei weitem nicht weit genug, weil es tatsächlich eine
Veränderung einer Sicherheitsdoktrin in unserem Land ist und weil es nicht auf einem nachhaltigen, erweiterten Sicherheitsbegriff basiert, sondern auf einer absoluten Priorität des Militärischen.